und auf ins nächste Kapitel. Was ist das da für eine Leuchte? Ach so, es sind nur Lampen. Okay. Gut, nächstes Thema, was ihr vorgeschlagen habt, vielmehr der Tobi, glaube ich, war es auch. Thema Musik. Ja, also mich nennt man eine Musikschlampe. Das sagt man zu solchen Leuten, die jetzt... ich habe keine wirkliche Vorliebe zu irgendeiner Band. Ich höre gerne so, ja, eigentlich ist Radiomusik das Beste für mich, weil da kommt, oh cool, ich habe eine Trophäe verdient. Nee, das kommt da nicht, aber ich habe eine Trophäe verdient. Ja, im Radio kommt halt querbeet, weil ich höre wirklich alles gerne mal, solange es halt immer ein, zwei Lieder sind. Ich höre Pop, ich höre Rock, ich höre Oldies von den 70er Jahren, von den 80er Jahren. Heavy Metal kann es auch gern mal sein, wenn es so in die Richtung Metallica geht zum Beispiel, oder Guns N' Roses finde ich cool. Was ich jetzt gar nicht mag, womit man mich echt verjagen kann, ist dann halt eher so dieses Death Metal. Da hinten ist wieder eine Wand, die man aktivieren kann. Damit komme ich halt gar nicht klar. Death Metal oder da gibt es ja noch irgendwie noch mehr Hardcore dann, ne? Trash oder so ein Scheiß heißt das dann. Sorry, falls ihr das hören solltet. Ich kann damit nichts anfangen. Ich höre gerne auch Iggy Pop zum Beispiel. Iggy Pop ist Indie-Rock, glaube ich. Gehört in die Sparte. So, und jetzt ist hier so Nebel und in diesem Nebel können wir so schweben und müssen quasi von Plattform zu Plattform uns hocharbeiten. Da ist wieder so ein Blinkding. In der Level kommt halt immer wieder mehr Nebel, wenn man halt so eine neue Wand aktiviert. Ich schwebe mal hier hin. Ich muss halt jetzt Ausschau halten, wo hier die nächste Wand ist. Da oben scheint man auch reinzukommen. Wenn man einen lang genug Schal hat. Da hinten ist nämlich die nächste Wand. Ja, super. Ich kann mich nur leider jetzt nicht mehr aufladen, um darüber zu kommen. Dann müssen wir hier nochmal runter. Und hüpfen jetzt quasi dann von Podest zu Podest. Ja, und wenn ich jemanden mag, wie zum Beispiel Avril Lavigne mag ich ganz gerne. Linkin Park höre ich zurzeit ganz gerne. Pink höre ich gerne. Ja, wenn ich halt so jemanden habe, ich höre auch gerne Herbert Grönemeyer halt, wie gesagt, was ganz anderes. Oder Muse. Er hat das Bild schon aktiviert. Coole Sache. Ich mach das auch einfach nochmal so. Wenn ich quasi von denen irgendwie gerne mir eine CD hole, dann ist das auch so bei mir, dass ich auch da dann nicht die ganze CD höre. Da habe ich dann auch nur so zwei, drei Lieblingslieder. Die höre ich mir dann rauf und runter an. Dann kriege ich immer gesagt so, boah, musst du das schon wieder hören? Es geht mir langsam auf Keks. Und dann sage ich immer so, natürlich, ich höre mir das jetzt noch 20 Mal an. Das kann ich dann ganz gut die ganze Zeit Dauerschleifen hören. Da blinkt doch wieder was drin in dem Kaff da unten. Nee, scheiße, das will ich haben. Kann man hier seitlich rein? Ja. Das muss ich haben. Mein Schal soll ganz lang werden. Ja, das ist dann halt so bei mir. Ich kann halt wirklich, ist mein Freund hier? Hat er es auch gesehen? Cool. Ich kann halt wirklich immer nur ein paar Lieder hören. Ich weiß nicht, warum das so bei mir ist. Oh, schaffe ich das? Oh, lad mich auf. Yeah. Und wir aktivieren das nächste Bild, damit es wieder höher geht. Ist unser Freund da? Scheinbar braucht er etwas länger. Ich mach mal.
Also wie gesagt, bei mir keine bestimmten Musikrichtungen. Ich höre auch gerne Soundtracks, da habe ich echt voll die Vorliebe für. Und jetzt seht ihr dort hinten wieder so ein Vieh rauskommen, aber keine Angst, das Vieh, habe ich mir sagen lassen, auch von Felix, ist rot. Also so rotbräunlich, das ist dann halt auf unserer Seite. Wo geht's jetzt hier weiter? Dort hoch. Komm wieder rein. Und wieder ein Aufladeding. So, und da oben, ist das unsere nächste Station oder gibt es hier irgendwo noch irgendwas? Da hinten ist so ein... Kann man da rein? Oder kommen wir von dort? Komm, wir berühren mal dieses große Tier hier. Mantarochen habe ich es, glaube ich, damals genannt. Ist noch gar nicht so lange her, als ich das gespielt habe. Es war im Dezember. Aber wo ist unser Freund abgeblieben? Hat er den Server verlassen? Schade. Dann geht unsere Reise halt alleine weiter. Mal sehen, wem wir als nächstes begegnen. Es ist also total japanisch angehaucht, wie man das hier so merken kann. Genauso wie beim Let's Play Rain, wo ich der Meinung war, dass es ziemlich französisch war, kann ich hierzu echt sagen, japanisch. Und es gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Bin ich ganz froh darüber, dass ich das beim Felix anspielen durfte. Schauen uns nochmal um, bevor es zu unserem letzten Bild geht. Ist er da hinten wieder? Yay! Cool, da ist er ja wieder. Na dann, hopp, mach du das letzte Bild. Licht. Yay, und wir sind schon wieder am Ende mit unserer süßen Voros. Wie wir sie jetzt genannt haben, vielmehr ich, weil ich halt der Meinung bin, Voros gleich Wüstenblume zu Deutsch, passt ganz gut zu ihr. Na, wo bist du denn? Und tada! Ja, ich weiß nicht so wirklich, wie man hier meditiert. Das sollte ich vielleicht mit meinem Online-Kumpel dann da auch noch machen. Passiert hier jetzt irgendwas, oder? Ah, ich muss mal kurz was trinken. Unser Schal ist schon richtig lang. Wahnsinn.
überall sind jetzt auch immer zwei Mannequins. Ich weiß nicht, wie das wäre, wenn wir alleine die Reise bestritten hätten. Ob ich da nicht vielleicht alleine drauf gewesen wäre dann. Seht ihr? Das sind immer zwei. Und wir müssen uns noch durch einen schweren Wind kämpfen, um zu unserem Berg zu kommen, wie es aussieht. Das wird noch hart. Ein harter Weg zu unserem Berg. Und wie es aussieht, schneit es sogar draußen. Erst Wüste, jetzt Schnee. Nanu.